Moin Moin und willkommen zurück zu Battle Brothers. Wir sind immer noch hier im kalten Norden, haben eben ein paar Nachzehrer zerlegt. Ja, habt ihr ja mitbekommen, habt ihr ja sicherlich gesehen und dieses Video geliked, weil, ne, ist mal wieder ein Video, wo ich nicht absolut ausgeflippt bin. Und wenn das nichts wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Machen wir frisch und fromm völlig weiter natürlich. Traden konnten wir leider nichts. Die Preise sind noch sehr hoch. Leider sehen wir, also ich sehe auf der Karte natürlich auch keinen Bedarf immer noch nicht, dass man jetzt sagt, alles klar, hier sollten wir jetzt das und das kaufen, um es hier und da zu traden. Ist leider nicht. Hier ist jetzt auch alles geschlossen. Ich werde jetzt auch immer noch nicht an die Trainingshalle rangehen. Wir werden erstmal die Kohle bis 2000 sammeln. Gehen wir mal erstmal nach Eisengrab. Na, da waren wir nicht. Waren wir da schon? Doch, da waren wir schon mal. Nein, wir waren da noch nicht. Na denn, aber auf. Gibt's ja nicht. Das wäre mir ein Vergnügen, wenn du über die Straße gehen würdest. Wieder einfach weggeklickt. Also manchmal. Böser Reflex. Falscher Reflex. Marksman und Raider. Nee, mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Wollen die zu uns? Die wollen zu uns. Ja, die wollen zu uns. Und weg. Ist natürlich bad. Na, ja, die stehen, die stacken da aus irgendwelchen Gründen. Ordentlich. Also wir haben auf jeden Fall was im Nacken. Nein, 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 nein. Ich führe mich mal lieber komplett durch hier. Ist besser. Schaffen wir es noch von der Nahrung her? Klar, sieht gut aus. Das kann man ein bisschen schneller machen. Peasants. Hier haben wir natürlich auch eine schöne Quest. Natürlich eine richtig schöne Karawanen-Quest. Oh, ich habe draufgeklickt, ich Idiot. Oh Mann. Lokalen Grube. Ja, wenn deine Erzmine kahle Grube heißt, ne, dann ist quasi die Effizienz dieser Grube schon in Stein gemeißelt. Ne? Stein gemeißelt, weiß schon, weil es da nichts anderes gibt. Okay, der war nicht so gut, ich arbeite dran. Gut. Kahle Grube. Kahlen Grube. Ich nenne es kahle Grube. Hier geht's lang, zack. Hier wird's gefährlich. Hier wird's gefährlich. Hier geht's. Hier geht's vielleicht auch noch. Ach komm, wir machen's. Warum sollen wir... Warum immer das Warum? Wir haben ja gar keine Zeit für den Warum. Wir müssen leveln. Wir brauchen das Geld. Abgesehen davon spare ich mir das Essen. Und es sind immerhin auch 3 Tage. Und es wären 1,5 Stacks. Wo zum Teufel? Ah, wir haben hier eine Zwischenstraße. Ja, wir können nicht spulen. Ich weiß. Ein Brigand. Nein, doch nicht. Baba. Einen hätte ich auch geschafft. Boah, die hatten nur noch 5. Oha. Das wäre ein Fresschen gewesen, wenn wir natürlich einen anderen Stand hätten. 7 Tags. Sah ich jetzt schon. Und ein Poacher. Ein Poacher. Ein Fallensteller. Widerliches Volk. Niemals. Wir gehen trotzdem in die Defense. Natürlich, wir haben hier noch 3 Units. Wir gehen sowas von in die Defense. Huhn. Wenn du es schaffst. Nee, schaffst du nicht. Okay, dann hol Luft. Okay, ob ich jetzt hier schon Spearwall hätte andrücken müssen, ist fragwürdig, gebe ich zu. Fenix steht da noch und versucht mit seinem riesen Ding zu überzeugen. Nein, lieber zurück. Doch, wisst ihr nicht. Fennec, sag mal, ist es windig oder muss deine Nase so krumm sein? Super. Schon wieder ein Merkmal. Du kriegst auch immer die Charaktere, die immer rausstechen müssen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich weiß auch nicht. Also Zufälle gibt's. Aber immerhin ist es ein konstantes Roleplay. Also super.
Never change. So, Boon, nächster Schuss. Oh, zwei Treffer hintereinander, ne? Und davor noch nachgeladen. Also, wäre ich ein Brigand, ich hätte keinen Bock mehr. Dann bluten tut er auch noch. Ihr baut hier schön Shield Wall auf. Oh, Boon, guck mal, das ist dein nächstes Target. Wenn du den rausknippst, ne? Geht die nächste Runde auf mich. Jawohl. Jetzt wollen sie es. Jawohl, schön geblockt. Bennex, gleich mal bestrafen wir diese. Dieses freche, weiß auch nicht. Gleich ins Gesicht. Super. Weil der sich rausnimmt. Sehr schön, Boon. Gleich auf den Bogen schützen. Werd bekloppt. Gleich ein Genicktreffer. Super. Manchmal passieren hier Sachen, ey, ist unglaublich. So, Formation lösen, wir wollen kämpfen. Was ist denn los? Wollte ich hier Erfahrungspunkte sammeln, sag mal? Super. War zwar nicht unsere, aber trotzdem gut. Bad Boy rippt den ersten ab. Und den nächsten auch gleich einen kritischen Kopftreffer. Alter. Blutdurst nennt man sowas auch. Dirk. Schlitzt natürlich auch wunderbar rein. Der nächste raus. Kriegen wir den gehalten? Natürlich kriegen wir den gehalten rein. Fenix, wir brauchen hier einen Wurf. Wir brauchen den Wurf, genau. Genau den. Treffer. Boon. Da noch einen Schritt vor. Bad Boy, Harkon, Dirk und Thomas. Nice. Boon. Wäre mir ein Gedicht. Schaffst du das? Da. Schade. Es wäre geil gewesen, wenn du quasi deinen direkten Konkurrenten rausgeschlagen hättest, aber ist nicht schlimm. Kriegen wir alles hier noch hin, hoffe ich. Jawohl, wenn die Axt erstmal droppt, ist sowieso rum. Fat Boy. Da fliegen die Köpfe. Wo muss hin? Jawohl. Da haben wir uns noch die EP geschnappt. Sehr schön, Jungs. Sehr, sehr schön. Da haben wir ein Schwert. Schwert ist gut. Warum? Ganz klar. Das ist für die Jungs mit schlechtem Melee. Denn immerhin 10 mehr, ne? 10 Trefferchance. Geht das eigentlich auch irgendwo? Da steht's. Da. Plus 10% Hitchance. Und hier steht's auch. 20, ne? Nachlesen. Ich hätte es ja mal nachlesen können, aber. Mal so eine Sache. Harkon. Auf die Defense, aufs Melee, na selbstverständlich. Wenn da schon die 3 kommt, ne, wer sie nicht nimmt, der weiß ich nicht. Das sagen wir hier nicht, was dann ist. Gehen wir weiter. Wir haben es noch lange nicht geschafft. Also jetzt schon zu feiern, ist schlecht. Oh, ein alter Mann. Ne, wie Steps und was auch immer. Alte Leute, ne, sollte man in diesem Game ja absolut gar nicht unterschätzen, wenn es irgendwelche Elite-Fighter sind. Abgesehen davon werden wir ihn natürlich nicht den Juwelring abnehmen, sondern wir sollen lassen natürlich sicher weiterreisen. Ja, wenn sich da natürlich ein sehr erfahrener Headschneid hinter versteckt. Schön ausgerüstet, ein Greatsword und hast du nicht gesehen, ne? Und den Swinger voll beherrscht. Dann ist die Kompanie hier in 3 Zügen. Ja. Gulasch, ist einfach so. Dann ist die Kompanie einfach nur noch Gulasch. Peasants, komm hier vorbei. An Steinturm vorbei.
Leider bringt es nichts, wir können nicht rein, aber gerne mal auf den letzten Fight, ne, da muss man schon mal einen heben. Ist so. Kleine Erfolge sind die Erfolge, die wir hier jetzt brauchen. Und wenn man dann mal nicht immer gleich 2000 nach Hause bringt, na, dann ist das halt so. Pro Tag. Natürlich. Alles andere wäre ja auch quasi sinnlos. Kahle Grube. Kicken wir mal, was da los ist jetzt. Immer noch neutral zueinander, ich versteh's nicht. So, kahle Grube ist well supplied und jetzt kommt's. Pass auf, jetzt mach ich's. Gehe auf den Markt. Ich scrolle nach unten und schaue, was es hier gibt. Leider gerade nichts. Aber ich hab's getan, ne? Und bin quasi, hab meine Pflicht erfüllt. Kann ich euch hier irgendwas gönnen? Geil. Hammer. Ne, wenn ich den Hammer sehe, ne, dann habe ich sofort ein Bild im Gesicht. Das heben wir mal auf. Das kann weg. Hier rennt doch noch irgendwer mit einem Buckler rum. Wo in dir? Was ist denn das hier? Das ist doch kein Schild. Das ist doch kein Schild. Das ist nicht mal ein Tablett. Da würde ich nicht mal Bier drauf transportieren. Weg damit. Haben wir noch einen 65er? Zack. Angezogen. Den Buckler packt er mir mal bitte weg. Also, verkauft er, meine ich damit. Und schauen uns die Mission an. Doppeltotenkopf. Wieder eine Bringe-Quest. 2 Tage für 670. Kann man nicht meckern. Bin ich ehrlich. Da haben wir schon andere Quests gehabt, die deutlich beschissener sind. Aber wir haben auch eine Fight-Quest. 610. Fight-Quest wissen wir ja. Das ist immer so ein Ding, ne? Man kann... Das ist quasi wie beim Bund, ne? Einen Tag bist du maximal unterbezahlt. Und einen anderen Tag, also meistens morgen, bist du absolut unterbezahlt. Ein Tag überbezahlt, ein Tag unterbezahlt. So ist es hier auch. Manchmal hast du Quest. Ja. Same shit halt. Versuchen wir es einfach mal. Wenn wir beides schaffen, haben wir circa, naja, sagen wir mal, 800 in der Tasche. Es sind natürlich Bestien. Es ist natürlich Nacht. Es ist alles so, wie es nicht sein soll. Es sind 8 Weberknechts. Und es ist Nacht. Aber es ist eine Pläne. Und wir warten kurz bis Dawn. Komm, gib ihm. Und hier auf der Straße werden wir sie stellen. Also wir werden versuchen, sie zu stellen, meine ich. Mit Weberknechts habe ich ja schon seit vielen Stunden meine Probleme. Obwohl ich sehr dankbar für diese Namensgabe bin, ne? Boah, Weberknechts. Jawohl. Thomas, was ist da los, Junge? Da wird richtig geintet. Jetzt ist die Frage, sollten wir lieber Leute austüten? Wir müssen kämpfen. Der Hund bringt noch nichts. Ist noch zu early. 10. Hier sind irgendwo Eier aufgeploppt. Schön buhnen. Und jetzt tüten wir hier noch einen aus. Jawohl. Blutung. Okay. Wir versuchen den Push. Spearwall. Jawohl. Komm, wir setzen den Hund.
Okay. Das war mega schlecht. RNG kickt aber richtig gegen uns. Thomas hält seine Stellung, ne? Es ist quasi so wie ein undurchdringliches Bollwerk. Das ist blöd mit dem Hund, ja, muss ich zugeben. Ich glaube, da, wenn er stirbt, werden wir das auf jeden Fall nochmal canceln. Das ist schade drum. Muss ich sagen. Hier einmal dahin, Harkon, und drück da mal deine Klinge rein. Boindil geht auch unterstützen, das ist jetzt wichtig. Oh. Speedwall ist nicht mehr. Spearwall meine ich. Dann warten wir ab. Jawohl. Gut, die Blutung ist unnormal. Und fünfmal Blutung heißt jeweils fünf, zwei Runden tot. Nach der Runde natürlich. Wenn ihr jetzt nur eingetütet werdet, dann habt ihr es gut. Mach wenigstens ein Shield Wall. Das ist okay. Es sind immer noch acht. Es hat sich noch nichts geändert. Schön ausgewichen hier vom Boon. Meine Güte, was eine Ölhüfte. Es ist unglaublich. Verreckt. Wie prophezeit. Boon. Nibbel raus. Und da kommt der Stun. Unglaublich. Uff, der Hund. Einer flieht. Jawohl. Hier flieht der nächste. Leider daneben, aber man kann ja auch nicht immer treffen. Helft euch gegenseitig. Ihr seid die Besten. Phoenix braucht Deckung. Jetzt ist die Frage, Hund retten, Hund nein, nicht retten. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Manchmal muss man auch halt den Hund investieren. Ne? Schade, aber ist so. Es ist immer noch ein Invest. Ist wie es ist. Wir kommen daran nochmal vorbei. Austüten. Nächste Runde wieder Waffenwechsel. Ganz klar, ne? Sollte Logan sein. Genau. Ranstellen. Auch wieder ranstellen. Wir stellen uns jetzt um. Shield Wall rein. Ran. Abgerippt. Shield Wall. Soweit so gut. Hat die Tüte benutzt, alles gut. Schön geblockt hier von Thomas, super. Boon. Wechsel. Nachladen, nächste Runde bist du ready. Rein und Schlitz. Dieses Vieh ist confident, das müssen wir als erstes wegkloppen. Aber das ging ja nahezu konfliktfrei. Hüpfen, schlagen, schöner. Ah, schöner Treffer, super. Zweimal daneben, schade. Ja, die Rüstung ist runter und das Vieh lebt immer noch. Also das ist Pech. Wenn es eine Verbildlichung für Pech gibt, dann ist es genau das. Wirklich, diese Aktion. Oh. Wir sind hier auf der Flucht, scheinbar. Hat gar nichts gebracht. Boon. Schön. Nochmal ein Treffer ins Gesicht. So. Und dann Hammers. It's over. Wir müssen auch irgendwann akzeptieren, wann es vorbei ist. Sehr gut gekämpft. Schade um den Hund. Ja, Phoenix, ich weiß. Verstehe es voll und ganz. Aber das ziehen wir wieder glatt. Das ziehen wir definitiv wieder glatt. Da brauchst du dir gar keinen Kopf machen. Dirk hat ein Level Up. Sehr gut. Dirk, was wirst du eigentlich? Keine Ahnung. Hauptsache die Stats stimmen. Wieder schön. Dreier Rolls. Super. Nee, zurück. Ah, 2 HP ist mir eigentlich auch ein bisschen dünn, ne, bin ich ehrlich.
Nimm das Resolve, dann kriegst du für den, da du ja Liner bist, brauchst du definitiv auch die Hitpoints. Kannst du auf den Laptop gucken? Rendert immer noch. Eine Stunde? Eine Stunde Material rendert eine Stunde, wenn man wirklich die Qualität haben will. Wie ich es mir denke. Wie ich es mir denke. Hitpoints. Ist okay. Sieht ein bisschen schwach aus. Machen wir erstmal Die-Die ein bisschen. Und wenn die Karawane natürlich überfallen wird, dann müsst ihr ran. Hier speichern wir ab. Hier nehmen wir die Quest. Wo ist nochmal Hickman? Hickman ist im Süden. Böse, böse, böse. Aber wir werden es trotzdem testen. Wir werden es trotzdem testen. Karawane Richtung Hickman. Und los. War es keine Karawane? Achso, Cargo. Magdalene, ist auch kein Problem. Hier sind nackte Füße. Goblin Raider. Ein Skimmischer. Ne, zwei Skimmischer und einen Schütze. Bogenschütze. Wendy, hör auf, an meinen Kragen rumzuzuppeln. Nein, wir kämpfen jetzt nicht gegen die Goblins. Wir haben einen Auftrag. Jetzt geh wieder zurück in deine Formation. Meine Güte. Unglaublich, dieser Mensch. Immer wieder. Herrlich. Herrlich. Wir machen die Quest zu Ende und danach können wir endlich anfangen, an der Trainingshalle herumzuspielen. Food wird knapp. Ah, das packt er. Komm, eine Ration fällt aus, damit kommt er klar. Hoffe ich. Ja. Alles gut. Tempel brauchen wir nicht. Schon wieder so ein Ding. Also die Craft-Dinger hier, die sind überall. Das ist unglaublich. Schöne Rüstungen. Sehr schöne Rüstungen. Weiter. Hickman, da ist es. Nicht mal weit entfernt. Die Regimente, die strugglen hier rum. Hier wird wohl ein bisschen Action gewesen sein. Angekommen. Ohne Quest. Schon wieder ein Paket. Aber warum nicht? Ne? Wohin? Lokalen Grube. Gehen wir wieder hoch. Ist mir sowieso ein bisschen lieber, bin ich ehrlich. Los, wir machen das jetzt auch direkt in der Nacht hier. Ich hab's falsch rum gemacht. Ich hätte erst speichern sollen. Dann annehmen. Ein übliches Problem. Und jetzt haben wir endlich unsere Battle-Standarte. Fenix, fühlst du dich fähig, diese Standarte zu tragen? Bis wir natürlich jemand anderes haben. Bis jetzt ist es auf jeden Fall die bessere Backliner-Waffe. Gönn dir. Auf geht's. Die Leute wissen, was jetzt hier gleich über sie hineinbricht. Und das nächste Paket sofort zurück. Auf geht's. Gespottet hatten wir jetzt hier nichts, richtig? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich will jetzt hier nicht auf Fullspeed durchrennen. Und dann ist da was ich noch nicht gesehen habe und wir rennen voll rein. Das wäre sehr unangenehm. Abgesehen jetzt von den drei Goblins. Da waren sie wieder. 5 Raider. Das macht es nicht wirklich besser. The Lords of War. Die haben den Hedge Knight. Na, das sind natürlich, das sind Lone Wolf dabei. Haben die das gut? Und die Mission ist abgegeben. Das war ja fast problemlos. War problemlos. Das war hier übrigens der andere Typ. Der andere Miner. Weiß es nicht. Hier ist ein Brawler. Der ist Kacker. Hier ist eine Karawanenhand. Der ist gut. Er mag keine Untoten. Ich auch nicht. Also da sind wir uns schon mal einig. Der ist mit Latt sympathisch. Aber er hat die Fans, ne? Er ist offensiv wie defensiv. Da geht Liebe raus, auf jeden Fall. Aber ich will
dann auch einen Hyrule haben. Das heißt, wir speichern ab. Wir holen ihn uns. Und ist er kacke? Dann laden wir wieder neu. Das habe ich ja gesagt. So wird's passieren. Also er hat auf jeden Fall, ja, Melee Defense leider kein Hyrule, aber immerhin Melee Skill finde ich gut. Bei der Initiative ist ja, muss ja auch sehr hoch sein eigentlich. Nicht sehr hoch, aber recht hoch, das reicht mir. Und Fatigue ist auch im Rahmen. Komm, den nehmen wir. Ja, komm, den nehmen wir. Den stellen wir vorne irgendwo hin. Ich schaue tatsächlich gerade, ob er tatsächlich jemanden ablösen kann. Thomas, sag mal, Thomas, sag mal, wollen wir tauschen, ja? Komm, Thomas, wir tauschen. Der Charakter passt viel besser zu. Der hat Defense, der hat Offense, der hat Hitpoints und ist genau das, was du als Sperrdude brauchst. Komm. Warte so, ne, sonst klatscht mein innerer Deibel. Das ist jetzt nicht mehr Thomas. Ach verdammt, passt nicht. Das ist tot. Und das ist Thomas. Inwiefern das jetzt gut ist, darüber können wir uns natürlich alle streiten und prügeln und machen und dingsen. Das ist mir natürlich klar. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Ja, ja. Ah, nee, Thomas, du darfst noch nicht nach außen. Machen wir es so, so ist okay. Ich könnte jetzt ihn natürlich auch als Backliner platzieren. Passt schon. Lassen wir so stehen. Jetzt gucken wir uns die nächste Quest an. Schaffen wir die noch? 2 Minuten. Na, wenn es bloß Delivery ist, geht's. Nur bloß ein bisschen delivern. Deliver Cargo, wo geht's hin? Ein Tag Richtung Südwesten. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das ginge hier hin. Durch. Hochwald, da waren wir noch nicht. Und hier waren wir auch noch nicht. Na, das ist doch gut. Dann haben wir gleich nochmal Erkundung und Kohle gleichzeitig. Also, wer da Nein sagt, ist selber schuld. Ich finde auch, dafür, dass wir ein Schützenverein sind, haben wir ziemlich viele, also ziemlich wenig Schützen. Aber das ist jetzt ein Luxusproblem. Natürlich übel. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Hallo. Nicht an diese beschissene Straße ran, Kollege. Jawohl. Retreat. Das war wieder missklickt, ne? Die Raider, die ziehen uns die Ohren lang, da brauchen wir nicht kämpfen. So ehrlich müssen wir sein.
auseinander. Hat es jetzt Auswirkungen dafür, dass wir geflohen sind? Ja, okay, das hat Auswirkungen. So, jetzt kann man dann noch wieder auf der Straße rauf. Die sind ja noch gestunt quasi, oder? Jawohl. Vom Regen in die Traube. Aber lieber die Werwölfe. Und die hauen ja auch noch vor uns ab. Die nehmen wir mit. Soll das heißen? Die wollen, dass wir sie mitnehmen, wenn sie wegrennen. Und das wird in der letzte Fight der Folge. Das machen wir natürlich ganz fokussiert. Ja, und Boone eröffnet den Fight mit einem wunderschönen Treffer. Hier gehen wir hoch. Ihr wallt euch ein, so wie sich das gehört. Jawohl. Sieht gut aus. Hennex wartet natürlich, muss jetzt warten. Jawohl. Oh ja. Er macht den Triple. Soll er machen? Schön geblockt. Hennex, Junge, was ist da los? Erstmal ordentlich Schaden gemacht, oder was? Boone schießt daneben, aber muss auch mal sein, nennen wir es Unterdrückungsfeuer. Also alles gut. Okay. Rip ihn doch ab, Junge. Jawohl. Fenix ist jetzt gedeckt. Bleiben, 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 bleiben. Na, müssen wir mal gucken, wie gut das war. Ah. Aber aufgenommen. Ist okay. Ausgewichen. Zweimal. Ist völlig ausreichend. Wieder schöner Treffer von Fenix. Gut. Boone geht rein. Schuss. Jawohl. Die Moral schwindet in den Gegnerreihen. In den Gegnerreihen, meine ich. Sorry. Jawohl. Irgendwo in dir. Wie erwartet, erstmal für ordentlich Unmut gesorgt. Und will nicht. Zum Glück ist, wenn der stirbt, ist es nicht so schlimm. Tatsächlich. Aber bis er stirbt, wird er gefälligst noch seinen Lohn herausarbeiten. Schon aufgeschnitten hier. Jawohl, Thomas. Keine Chance. Niemals. Er kann da niemals raus. Es sind vier Leute drumherum. Also irgendeiner. Ne, auch wenn sie bloß mit verschlossenen Augen bzw. verbundenen Augen mit den Schwertern und Waffen herumfuchteln, einer betreffen. Geht gar nicht anders. Fenix. Sehr nice. Fleisch und Pelz. Haben wir natürlich wieder Gas gegeben. Hakon. Level up. Ach, du bist ein echt krasser Defense-Dude, ne? Defense ohne Ende. Defense ohne Ende. Was willst du machen? Dodge kannst du machen. Ja, wir müssen dich ja in deiner Hauptfähigkeit müssen wir ja fördern. Förderunterricht. Danach giftet. Für einen Roll. Gehen wir weiter. Die Raider sind immer noch am Start, ne? Die wollen immer noch, ne? Gerade jetzt, wo wir ein bisschen angeschlagen sind, da werden die Leute natürlich richtig, richtig gallig auf uns. Der nächste Step, ja, das ist so eine Sache mit dem Traden aktuell. Also ich glaube, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass wir auf 12 Mann kommen, als dass wir jetzt 25 Handelsgüter traden, muss ich sagen. Wir haben noch genug Food.
Was haben wir denn hier along the road? Na, laufen wir ein paar Leute lang, die so ein bisschen beschissen aussehen. Blablabla. The group. Wells. Ich habe keine Ahnung, was da steht, echt. Das ist traurig. Aber ja, geht da rüber. Und sterbt. Eieieiei. Nur 11? Wofür würde ich nicht mehr aufstehen? Jawohl, Firma Dank. Und da sind wir dann auch angekommen und wir können endlich diese Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, es lief wieder gut. Oh, es läuft schon wieder. Es läuft schon wieder viel besser. Verdammte Axt. Hat auch lang genug gedauert. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und immer schön dranbleiben. Und ich sag's auch wieder, in dieser Folge. 7 Days to Die. 7 Days to Die. Reingehauen.